Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von This is the Police. Willkommen in Freiburg. Auf zur Arbeit. So, die Schicht sieht gut besetzt aus. Ist ja nicht selbstverständlich, aber kommen jetzt noch die Meldungen? Nein. Gucke mal. Sehr gut. Spitzenmäßig und wir fangen den Tag mal hier mit. Weiß ich auch nicht. Komm. John Sangster. Ich weiß, den hatten wir schon mal, aber wir hatten, glaube ich, so ziemlich alles schon mal. Von daher passt das schon. So, Coachy und Powers gefallen mir natürlich sehr gut. Percy. Rest in peace, mein Freund. Aber es hat geklappt. Und wir können einen Detective einstellen. Okay. Es gibt doch zwei Detectives. 100, oh Mann, die sind also schlecht, ey. Was haben wir hier noch? Wir können das SWAT-Team verbessern. Sehr, sehr nice, Freunde. Das finde ich richtig gut. Arbeitet dreimal am Tag oder die Effizienz. Wir machen mal die Effizienz auf 150%. Und wir können sogar noch einen Polizisten einstellen. Es ist unglaublich. Weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir haben Schicht A 8 und Schicht B auch 8, ne? Jeweils 8 und wir haben gesagt, Schicht B ist eigentlich qualitativ ein bisschen besser besetzt. Aber wir hauen einfach mal einen in Schicht A und einen in Schicht B. Wir haben 3 Stellen frei. Und schicken die dann mal weg, einfach zur Police Academy. Guck mal, wir haben Geld. Ich finde, das sollten wir dafür investieren. Brittany und Colin. Brittany und Colin und und Lyra. Ach Mensch. Lyra schicken wir auch in die A-Schicht. Oder in die B-Schicht. Das ist die Frage. In die B-Schicht. Lyra. Brittany, Colin und Lyra. Und jetzt würde mich interessieren, ob das funktioniert, dass wir die direkt mal losschicken. Moment, das machen wir über uns Stellvertreter im Übrigen. Zur Polizeischule. Ja. Geht noch nicht. Schade. Hm. Na, dann schicken wir doch mal Armstrong. Komm. Und das nächste Mal schicken wir die anderen noch, wenn die dann angestellt sind. So, was haben wir denn hier? Ein Mann war mit seinem Hund draußen, bemerkte auf dem Rückweg eine geduckte Person mit Kapuzenpulli, die sich an einem Wagen am Ende der Straße zu schaffen machte. Ja, das geht natürlich gar nicht. Oder geht's doch? Warte mal. Wir sehen ja nur die Nachnamen. Hier ist sie doch. Das ist doch die... Nee, Elodie... Nee, alles gut. Ich bin verwirrt. Wie so oft. So, die sind gleich da und dann schauen wir mal. Oh, sieht schlimmer aus, als wir dachten. Wir benötigen Verstärkung. Dann schicken wir nochmal hier unsere beiden Helden, Chewbacca und God Bomber. Geiselnahme im Stadtzentrum. Das ist natürlich nicht so gut. Mit erweiterten Pupillen hat eine Schusswaffe gezogen. Möglicherweise nicht echt. Er verlangt, dass der Bus sofort in Richtung Afrika losfährt. Ja, wir lassen das SWAT-Team mal. Ich habe es ja schon mal gesagt. Dass manchmal so ein SWAT-Team die Leute auch verunsichert und dann ballern die los. Und es läuft ohne SWAT-Team manchmal besser als mit. Wobei das natürlich von der Einsatzfähigkeit super ist, unser SWAT-Team. Wir sind schnell zurück und wir gucken uns die Geiselnahme an. Das hat geklappt, Freunde. Sehr, sehr gut. Ganz ohne SWAT und versuchte Autodiebstahl. Ist auch alles tippitoppi. Eine Entführung, das ist natürlich nicht so gut. Ich habe Informationen über ein vermisstes Mädchen namens Lisa Pettigrew. Ich habe sie vor einer Woche entführt, aber jetzt ist sie bereit, nach Hause zu kommen. Ihr könnt sie im Hotel True Color im Zimmer 180B finden. Ihr solltet euch beeilen, wenn ihr sie noch lebend sehen wollt. Oh.
Da nehmen wir mal ruhig ein SWAT-Team mit, oder? Ah, komm. Versuchen wir mal. Bei der Entführung. Sonst sind die halt so bei Massenkundgebungen und so, ist so ein SWAT-Team ganz gut. Wenn es immer so ein einzelner Täter ist. Wie gesagt, da bin ich immer ein bisschen zurückhaltend, aber jetzt bin ich ja gespannt, was aus der Entführung wird, Freunde. Hier haben wir einen bewaffneten Raub. Da müssen wir auch mal ordentlich was schicken. Schicken wir drei? Komm, wir schicken. Wir schicken sie alle. Zimmer 180b befindet sich im obersten Stock des Hotels. Ein roter Ball hängt von der Türklinke. Und auf dem Ball steht geschrieben, ruf die Bombenspezialisten. Die Tür aufbrechen, den Raum über das Dach des Hotels betreten oder einen Schlüssel besorgen. Wir besorgen uns einen Schlüssel. Hinter der Tür ist ein normales Hotelzimmer mit Bett, Nachttisch, Telefon und Fernseher. Die Vorhänge sind zugezogen und auf dem Bett sitzt eine junge Frau, an der ein Sprengsatz befestigt ist. Ein roter und ein gelber Draht ragen aus der Bombe hervor. Wir durchschneiden immer keine Drähte, sondern warten natürlich auf die Bombenspezialisten. So einen ähnlichen Fall hatten wir doch schon mal, oder? War es nicht sogar der... Na, derselbe kann das eigentlich nicht gewesen sein. Aber ein ähnlicher Fall. Auch da haben wir auf die Bombenspezialisten gewartet und nicht irgendwelche Drähte durchtrennt. So. Wie geht diese Geschichte hier aus? Erregung öffentlichen Ärgernisses. Boah, schauen wir mal. Och, da müssen wir doch kein SWAT-Team schicken. Ein nackter junger Mann hat das Restaurant betreten mit einem Gegenstand in der Hand, der vage an eine Schusswaffe erinnerte. Er verhält sich seitdem sehr erratisch, ist auf einen Tisch gesprungen und hat die Gäste des Restaurants bedroht. Ja, aber da wissen wir doch nicht mal, ob das... Schick mal mir hier drei Leute. Ja, SWAT-Team können wir noch einmal einsetzen. Das sieht sehr gut aus. Wunderbar. Zivilisten unversehrt. Und wir fahren hier mit Coachy. Ja, Coachy wird das regeln, glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Sollte sie eigentlich. Eigentlich sollte Coachy das regeln. Hier haben wir noch eine Massenschlägerei. Ah ja. In der Sans Eislauf Arena. Oh. Nee. Doch. Also schon. Da schicken wir aber SWAT und Mannschaftswagen. Und die ganze Truppe schicken wir mal hin. Oder, ja, komm, da schicken wir sie alle hin. Und wahrscheinlich kommt dann auch gleich noch der Hinweis, wir sollen Verstärkung schicken. Das geht dann allerdings nicht. So, von der Straße aus ist nicht zu sehen, aber von drin sind Schreie und das Geräusch zerbrechender Teller zu hören. Ich finde... Megafon, das Restaurant ist umstellt, ist immer ganz gut. Als der junge Mann die Polizisten bemerkt, packt er eine Frau und hält eine Waffe an ihren Kopf. Er schreit etwas Unverständliches, übt Druck auf ihren Hals aus. Seine Waffe scheint eine Attrappe zu sein. Wieso? Das ist eine Laserpistole, eindeutig. Vorsichtig nähern, wir beruhigen uns erstmal alle und reden. Oh. Und dann lässt er das mal auf. Fuck. Gut. Täter gefasst, Beamte unversehrt, aber ein Zivilist wurde getötet. So viel zum Reden, Freunde. Hat ja super geklappt. Naja, ich verlasse mich auf die psychologischen Fähigkeiten und das Einfühlungsvermögen meiner Cops. Vielleicht hätten wir doch so einen Schritt auf ihn zugehen sollen, aber auch das... Ich bin ja immer dafür deeskalierend und so. Okay. So, sage ich doch. Die Lage ist ernster, als wir dachten... Wir benötigen Verstärkung. Und da schicken wir nochmal zwei hin. Coachy behalten wir mal. Weil Coachy wird nämlich hier hingehen. Ein Taxifahrer hat von einer Telefonzentrale oder von einer Telefonzelle aus angerufen und sich beschwert, dass ein gewalttätiger Kunde sich geweigert habe, die Fahrt zu bezahlen und aus dem Auto fliehen wollte. Als der Fahrer die Tür verriegelte, drehte der Mann durch, zertrümmerte den Sicherheitsschirm und versuchte, den Fahrer zu erwürgen. Der Fahrer konnte entkommen, aber der Angreifer ist immer noch in seinem Wagen eingeschlossen. Okay. Telefonzelle. Das sind übrigens so, ja, ganz kleine Räume, die so auf den Straßen stehen, wo Telefone hängen, mit denen man telefonieren kann. Sorry. Kleiner Scherz. Oh, Mensch, muss auch mal sein. Vor Zeiten des Handys gab's sowas. So.
Keine neuen Ansichten, ja. Wir müssen da noch mal reingucken. Wir müssen da noch mal reingucken. Vielleicht. Also von hinten erschlagen, das passt auf jeden Fall. Und der Typ kommt auch rein und redet mit ihr. So. Das sieht aber aus, als wenn sie das. Weiß ich nicht. Kann auch sein. Der war es aber nicht. Kann auch so sein. Der geht dann aber wieder nach Hause, der Junge. So, sie geht rein, meckert ihn voll. Das kann natürlich auch sein, dass sie reinkommt, ihn voll meckert. Danach kommt er und dann wird sie erschlagen. Was soll das hier? So. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht. Ich bin überfragt, Freunde. I'm sorry. So, die Massenschlägerei ist hoffentlich gut ausgegangen, jawohl, mit SWAT und Mannschaftswagen. Immerhin noch was Positives hier am Ende des Tages. Und Coachy hat auch alles super hinbekommen. Ich bin zufrieden und freue mich. Okay, alle Mann zurück in die Zentrale. Und der Tag ist vorbei. Sehr gut. Armstrong ist auf Schule geschickt und die anderen müssen sich unbedingt mal ausruhen. Betrunkener Student verletzt sich bei Sturz aus Fenster im vierten Stock. Unfall am Stausee. Okay, und Rekordniederschlag in Freiburg. Jack, mein Freund, lass die Kiste reparieren, mal ganz ehrlich. Das geht ja gar nicht. So, wir. Ach, guck mal hier, jetzt da ist sie. Die hat sogar schon Abzeichen. Wofür das denn? Wollen wir Samadi noch ein Abzeichen geben? Oder Mitchell noch ein zweites? Fände ich auch nicht verkehrt. Aber hier haben wir noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Dann komm, wir geben das mal Samadi. Und dann schicken wir. Wir können auch Oscar mal losschicken, oder? Von Schicht A, Oscar. Wir schicken mal gar keinen los. Wühlen You erstmal ein know when bisschen a in police Akten. chief really feels his power? When he hires and fires people? When he throws folks in jail? When he's bossing everyone around all morning? No, there's no power there. Just bureaucratic red tape. Like directing traffic. Not that it's all bad. No, I feel it the most when people come to me with accusations. Accusations happen outside the law. They don't need to be rational or supported by evidence. They don't petition justice in the careful words of legal formality. No, an accusation is a personal cry, full of resentment or envy, a defeated moan or an angry howl. The accuser rarely imagines you'll share their resentment, their envy, their hatred. No, but they do imagine that your love of power is so strong that you'll leap to decide the fates of others, happy just to take someone's word for the facts. Businessmen accuse the gangsters blame our public figures denounce politicians, the politicians point to the businessmen. When it comes to accusation, there's only one rule. Don't aim too high. If you overestimate your own importance, then complaining can cost you your life. So choose the easier path. Exaggerate as far as you can. And try to make your plea sound as sad and pathetic as possible. The accusation I received today sure didn't fit the normal mold. After killing Vikas Varga and routing his supporters, San further strengthened his already powerful authority. Even a month ago, anyone coming out against San would sound like a lunatic with a death wish. Today, it's the same thing as suicide.
But the letter I'm holding in my hands directly connects Henry Sand, lieutenant of the Sand Mafia family, to the reported death of successful banker John Pazzi. Henry has a daughter, Marianne, a dancer, and apparently it all started with her. One day, Marianne danced in the title role of a production of Giselle, and Henry, proud father that he is, brought the whole family to the premiere, along with some of the family's business partners. Among their guests was the young banker John Pazzi. He couldn't keep his eyes off Marianne, but she ended up brushing him off. In response, Pazzi ambushed her one night after rehearsal, pulled her into his limousine, and had his way with the poor girl. After that, gentleman that he was, he drove the girl home and threatened that if she told anyone what happened, her mother would get the same treatment. But her father still managed to shake the truth out of Marianne, and he decided to take his revenge. Of course, Henry knew he couldn't just go with his instincts and put a bullet in Pazzi in broad daylight. The rich bastard was too important for business, and Henry is neck deep in the family business, overseeing transportations for the Sand Mafia. He knew about every delivery delay, every car, and every shop. It was mostly thanks to Henry that the whole Sand operation rolls so smoothly. Henry has free access to all their off-book cars, and a tar black motive. Yeah, he could easily arrange the death of John Pazzi as a drunken, late-night hit-and-run. But Henry Sand is smarter than that. If this story about Pazzi is true, he'd more likely go to the boss and ask permission. I'd have figured this letter the ramblings of a retired gangster looking to spice up his life with little excitement. The way the letter started, "My dear little old copcake," I had every mind to toss it in the trash. But something else got my attention. They're rarely ever signed. But this one ended, "Robespierre." And I doubt it's an imposter. No one would go against the most powerful group in the city, hoping to hide behind the name of some prankster clown. Like everyone else, I had no idea who Robespierre was or what he wanted. But there was no doubt that this guy was more than a little crazy. An arrogant psychopath. Could be dangerous. Definitely worth looking into. Tja, ist die Frage, wer dieser Robespierre ist. Ein Clown, ein Aktionskünstler. Und ich mag das Cover dieser Platte. Und die Musik finde ich auch nicht schlecht. Pfarrerflucht im Desiree-Park. Okay, da schicken wir mal hier unseren neuen Detective hin, den erfahrenen. Und ich wollte gerne, ja, Oscar zum Beispiel. Wie sieht's denn hier jetzt aus? Nix da, nix da. Dann schicken wir doch Oscar, schicken wir mal los, Freunde. Vielleicht am Ende des Tages, oder? Am Ende des Tages macht vielleicht Sinn. Nochmal zur Police Akademie. 3 bewaffnete Räuber mit Masken haben die Bank betreten und gefordert, dass der Manager den Safe öffnet. Das ist was für ein SWAT-Team, finde ich. So, und für Mitchell, Samadi, Grant und DeGar. So, 4 Leute und SWAT-Team. Mannschaftswagen konnten wir, glaube ich, nicht schicken. Ermittlung hat begonnen. Ja, Fahrerflucht. Ein unidentifiziertes Fahrzeug fuhr den jungen Banker John Pazzi nieder, wobei er starb und floh dann vom Tatort. Okay, warten wir mal, wie die Ermittlungen gehen werden. Angriff auf ein Gewerkschaftsgebäude. Eine zu Tode verängstigte junge Frau hat soeben von der Handelsgewerkschaft aus angerufen. Ein betrunkener Fabrikarbeiter ist in das Gebäude eingedrungen. Derselbe Mann, der am Vortag die Gewerkschaft besucht und die Auszahlung von Rückständen bei seinem Lohn von den letzten 6 Jahren verlangt hat. Der Mann schreit herum und droht, durch das Schalterfenster zu brechen. Schicken wir mal Austin und Alejandro. Die hat immer ein Abzeichen. Kann ja so schlecht nicht sein. Außerdem muss sie auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Und Oscar schicken wir zur Police Academy. So. Im Stadtzentrum. Viele Zivilisten sind hier unterwegs. Anschleichen, einen Blick in die Bank werfen. Feuerpositionen beim Hauptangang einnehmen. Das finde ich schon mal nicht schlecht.
Aus der Bank ist der Schrei einer Frau zu hören. Megafon. Ihr seid umzingelt, Freunde. Okay, so macht man das. Bei einem Banküberfall. Hab ich, schon mal gesehen. Im Fernsehen. Oh. So. Jetzt sind wir im Gewerkschaftsgebäude. Und dann schicken wir nochmal zwei weitere Experten dahin. Gar kein Problem. Und warten, bis unsere andere Truppe zurück ist. Um dann den bewaffneten Raub im Juwelierladen anzugehen. Und auch da können wir wieder das SWAT-Team hinschicken. Und das sollten wir tun, glaube ich. Es ist soeben ein Alarm in einem Juweliergeschäft ausgelöst worden. 6 bewaffnete und maskierte Männer haben den Laden betreten, verlangt alles Geld und allen Schmuck in eine große Mülltüte zu stopfen. So. Hier ist alles gut gegangen. Wunderbar. Sehr gut. Die kommen jetzt zurück. Und wir warten mal. Was ist das? Da müssten wir auch 4 Leute schicken. Angriff im Theater. Wir warten erstmal, ob wir hier noch Verstärkung hinschicken müssen zu dem Juwelierladen. Lieber eine Sache richtig machen, als 2 Dinge halb und dann beide irgendwie verkacken. So, sage ich doch. Wir benötigen Verstärkung. Komm, wir schicken mal Oscar noch hin. Und schicken hier nochmal 3 Leute hin. Während einer Aufführung von Meine süße Julia, der Zombie, wurden Darsteller auf der Bühne aus dem Publikum mit Eiern beworfen. Der Angriff wurde von Rufen begleitet. Schande, Nekrophilie, wie könnt ihr es wagen, einen solchen Klassiker in den Dreck zu ziehen? Laut dem ältlichen Theaterwachmann wurden die Eier von 10 jungen Frauen in weißen Kleidern geworfen. Okay. Ja, das sollten die 3 eigentlich hinkriegen. Nachbarschaft der Sägemühle, eine gewaltsame Auseinandersetzung, da müssen wir auch wieder viele Leute schicken und am besten auch den Wagen. Warten erstmal ab, Oscar ist ja noch Verstärkung. Was? Nicht genügend Schutz. Der Bürgermeister bittet dringend darum, dass sie mehr Beamte schicken. Ja, würde ich ja tun. Ich habe aber leider keine. Es gibt leider aktuell keine guten Cops auf dem Markt. Lieber Bürgermeister, das müsst ihr doch verstehen. Okay. Theater war in Ordnung. Das war das Ding mit den Eiern. Und der bewaffnete Raubüberfall ist auch zu unseren Gunsten ausgegangen. Und zu den Gunsten aller Beteiligten. Und das schaffen wir nicht, ne? 3, 2, 1. Mist. Nein. Sorry. Und wen hat's erwischt? Täter ist entkommen. Aber zumindest keiner gestorben. Das ist doch schon mal viel wert. Nur ein bisschen Glück im Unglück, ne? Okay, einen bewaffneten Raub. Den können wir noch nehmen. Den können wir noch nehmen. Besucher eines Varieté-Theaters wurden beraubt von 3 bewaffneten Räubern. Bevor die Zivilisten verstanden, was vor sich ging, waren die Kriminellen bereits vom Tatort geflohen. Bis zur letzten Sekunde dachten alle, es wäre nur ein Teil der Show. Der Mann an der Garderobe sagt, die Räuber seien in einem gelben Schulbus geflohen. Dann nehmen wir mal den Mannschaftswagen mit. Und machen das mal so und schauen mal, ob das schon reicht. Und wie sieht's aus? Mord an der Tankstelle. Ach du Schande. Ein Mann ist zu einer Tankstelle gefahren, dort ausgestiegen, um den Mann an der Kasse mit einem Sturmgewehr niederzuschießen. Und jetzt steht er einfach ganz ruhig da und tankt sein Auto voll. Der Typ ist voll durchgedreht. SWAT-Team geht nicht mehr. Machen wir erstmal so. Die behalten wir mal als Backup. Vielleicht kommt ja was rein, wo ein Mann reicht. Hatten wir auch schon öfter. Oder wir müssen die hier noch hinterher schicken. Nein. Es war nicht schwer, den richtigen Bus zu finden. Die Verbrecher haben ihn nur eine Meile von einem Vorstadtmotel wieder zurückgelassen. Eine Meile vor einem Motel haben sie ihn zurückgelassen. Jetzt ist die Frage, durchsuchen wir den Bus, den Wald oder das Motel? Naja.
Wenn der Bus zurückgelassen wurde, wird da ja wohl keiner mehr drin sein, oder? Gucken uns mal das Motel an. Drei Männer haben mich mit einer Waffe bedroht, als ich sagte, wir hätten keine Zimmer mehr. Ich habe sie in einem Zimmer untergebracht, das bereits vergeben ist, aber die werden nicht sehr glücklich sein, wenn unsere Gäste zurückkommen. Aufmachen, Polizei. Allen Zivilisten befehlen, sich in ihre Zimmer zu gehen, die Türen abzuschließen. Wer ist da drin? Sie sind in unserem Zimmer. Nee. Aufmachen, Polizei. Okay. Ja, den Zivilisten sagen, sie sollen ihr Zimmer, ist vielleicht nicht so günstig, wenn da ein paar Verbrecher auf sie warten. Wobei wir natürlich vor dem passenden Zimmer standen, wir hätten schon geguckt, dass da keiner weiter reingeht. Aber man weiß ja nie so genau. Keine neuen Ansichten, ja, das, immer drei neue Schnappschüsse. Ach du Scheiße, Mord an der Tankstelle. Austin ist draufgegangen, Oscar Peterson ist draufgegangen. Immerhin haben wir eine Waffe gefunden. Gar nicht gut. Oscar, du solltest zur Police Academy. Oh Mann. Naja. Dann schicken wir mal Alejandro. Alejandro, Polizeischule, jawohl. Und sie geht hin. So machen wir das. Und können uns hier nochmal die Ermittlungen angucken, aber ich glaube, da werden wir nicht weiterkommen. Jemand hat an die Tür gehämmert. Dumpfe Schreie. Und dann habe ich meine Mutter im Blut liegend gefunden und die Polizei gerufen. Das ist das letzte Foto. Stumpfer Gegenstand an den Kopf, das passt hier. Der Täter stand hinter dem Opfer. So. Das passt auf jeden Fall. Fiona hat mit ihrem Bruder gestritten. Der war wieder vorbeigekommen, um an ihrer Tür um Geld zu betteln. Ja. Das passt hier eigentlich. Und die haben gestritten. Um Geld gestritten. Also der kam auf jeden Fall rein, hat mit ihr gestritten und ihr seine Rechnung gezeigt, zum Beispiel. Der Junge saß vor dem Fernseher, spielte ein Spiel auf der Konsole. Und die Mutter lag direkt vor seinen Füßen. Also das muss da rein, Freunde. Das muss da rein. Könnte auch so. Gestritten. Mama. So, von hinten. Bums. Mann! Noob! Okay, Leute. I'm sorry. Für tot erklären und für tot erklären. Auch das war nicht so optimal. Kann nur besser werden, hoffentlich schon in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, tschüss, dein Lumi.